Your binoculars? Or should I say, your int scope? See the village? Straight ahead? To the right. Have you spotted the village? Zoom in closer. All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it. Tja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Metal Gear Solid Phantom Pain. Ne? Ich soll hier irgendwas machen. Was? Weiß so jetzt nicht, was ich. Ja, mache ich ja. Und? Was soll ich jetzt tun, Freund? Look directly at the village and press the call button. That's VLO Village, the VLO Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviet's 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dewandehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Eine Markierung draufhauen. Und wie soll das gehen, mein Freund? Ach so. Okay. Na dann, und jetzt? Now you won't have to worry about getting lost along the way. He can't have much left in him. I give him 3 days tops. If we fail and he dies, we lose our chance of revenge. But we need more intel. If you just go charging into Dewandehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. Put those 9 years behind you, and return as Big Boss. That's how Koss would want it. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Not one of Miller's bodyguards survived. And they were good. All we found on the scene were their corpses and these. You'll be missing them. And you're his only hope of getting them back. Now go! Let the legend come back to life. Oh yeah, ihr habt's gehört, Freunde. Aber mal so eine Frage, wie kann man das jetzt abschalten hier? Ah, danke. Pferd antreiben mit Viereck. Ist das aber irgendwie komisch. Steuerung öffnen, Pausebildschirm. Aha. Waffen entsichern, Hofmenü. Aha. Freunde, das wird eine interessante Welt hier in Afghanistan. Oder Zeit. Wo habe ich die Karte hier? Ja, danke schön. Ich wollte gerade sagen, weil ich möchte hier auf dem schnellsten Wege hierhin. Weil, ja, nächstes Ziel und so.
Wir sollten nämlich viel über unsere Gegner herausfinden oder so. Ich weiß echt nicht, wie Phantom Pain funktioniert. Aha. It's up to you whether to slip by enemies or take them down. Just remember that any situation can change fast. Familiarize yourself with your weapons and items while you can. You need to be able to switch between them quickly to meet any threat. Ja, man muss sich halt anpassen können. Also hier sehe ich schon mal keine Wachen. Kann ich absteigen? Ja, nee, ist klar. Der kann mal einfach so. Okay. You're almost at the enemy outpost, via low village. The village is crawling with enemy soldiers. Don't just go waltzing in. Start with some recon. Is there anywhere that overlooks the village? Ach so, mit Dreieck steigt man ab. Zum Glück geht es auch so, Hiding on horseback allows you to stay out of sight even while on the move. It's effective for avoiding enemy guard posts and long-range reconnaissance patrols. Okay. Das finde ich aber auch cool, How about it? Can you see the village? Look at where the enemies are stationed. Look at their gear. Take it all in. There should be a command post somewhere. See any buildings with tighter security? If there are clues to Miller's whereabouts, I'll bet you can find them in there. Mhm. Ich sehe aber irgendwie hier keine Sau. Doch, dort. That's marking. Focus on a thread and it'll be marked automatically. You can mark enemies and vehicles by zooming in with your binoculars or camera. Once they're marked, you'll also see their positions on the map. Das habe ich ja auch schon festgestellt, dass ich das dann auf der Map sehen kann. So. So. Und was sehen wir hier noch, Freunde? Dort ist noch einer. Hm. Wird auf jeden Fall eine interessante Tour. Oi. Ich habe dort hinten einen gesehen. Inklusive Waffe, Freunde. So, wo könnten die nächsten Pappenheimer sein? Ich hoffe nicht allzu nahe. Wir machen das jetzt mal so und schleichen uns mal hier gekonnt an. Wer möchte Stress? Ich hoffe, der möchte Stress. Ah, mein Freund. Nein, nein. Der hat dann mal die Tür aufgemacht, der Hoden. Kann ich da mal durchgucken irgendwie? Oh, komm schon. Oh, oh, der war geil. Der war geil, ey. Ja, ich habe gerade vergessen. Ja, ist okay.
Dann nehmen wir den halt mit. Könntest du dich mal verziehen, Freund? Dann eben nicht. Dann legen wir ihn hier hin. Oh. So, oh, Diamant. Aha, habe ich gerade bemerkt. Der Typ hier ist tot. Nein, wo? Oh. Your suppressor is no longer effective. Bear in mind, your weapon will be loud from now on. Warum funktioniert denn? Warum funktioniert denn der Schalldämpfer nicht mehr? Hallo? Hallo? Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen den schon wegbeordern. So. Die beiden liegen jetzt hier und schlafen den Schlaf der gerechten Freunde. Nein! Kopfschuss. Okay, das war die falsche Waffe. Ah, ah. Das läuft bei uns, Freunde. Das läuft. Na, drehst du dich um, Freund? Oh Mann. Oh, komm schon, nicht gleich beide. Ne, ne. Oh man. Oh! Erste Hilfe und dann weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ja, wisst ihr, das Treffen ist halb so wild. Wir legen einfach mal die Leiche auch wieder hier hin. Und sehen tut er uns auch nicht mehr, der gute Junge. Hm. Geht das auf Deutsch? Wir müssen die einfach mal auseinandernehmen. Gefangen? Was ist denn das für eine Scheiße? Und es tut mir jetzt gerade leid, aber das möchte ich dann schon gerne erfahren. Ja. Synchronisier mal.
Wir haben doch keinen gefangen genommen. Hier. Ohne Moment, die. Das war nur der Prolog. Also gibt es vier Sachen, okay. So wie es aussieht. Aha. Interessant. War was? Ach, gefangen hier. Wo waren sie, ein Außen- oder Wachposten? Okay. Das war's dann schon. Was? Mit dem Mörser zielen. Was soll ich mit dem? Heftige Scheiße, warte mal, was sollten wir eigentlich hier tun? Biologisches Material erhalten. Das heißt, da fangen sie an zu sammeln, Ich bin hier nicht der Sammler gerade. Nicht in solchen Spielen. Hi. Habt ihr mich vermisst? Aber irgendwie fehlt mir jetzt was. Ach so, Horst herbeirufen. Ja, würde ich gerne. Dark Horse. Oh yeah, oder besser gesagt White Horse in diesem Moment. So, ich wusste doch, die kann man doch irgendwie herbeirufen. Die Pferde. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dewandehar. The transport log might still be around somewhere. Okay. Na dann. Das heißt, wir können jetzt automatisch eigentlich jetzt hier hin rein. Nein, nein, nein. Dankeschön. Wo sollten wir jetzt hin? So. Abmarsch durch die dunkle Nacht. Oder so. Ich weiß ja nicht, inwiefern wir hier oben drüber kommen, aber ich hoffe, es geht. Dankeschön. Also wenn ihr 100% sehen wollt, müsst ihr es selbst spielen, Freunde. Definitiv. Ich würde aber alle Orte gerne mal besuchen hier in Phantom Pain. Ja, ich brauche aber keine Hilfe. Wir nehmen hier einfach alles auseinander. So, laden mal nach. Weil wir es können auf dem Pferd. Wie geht's jetzt am besten hier durch? Kontrollpunkt, sehr nice. Aha. Wollt ihr wirklich Stress, Freunde? Ich glaube. Ja. Sind wir hier schon fast durch, oder wie? Ich hoffe doch. You've reached one day. Miller's being held somewhere in that town. But we don't know exactly where he is. You can keep gathering intel or make an entry into the town now. Was? Ach so, wir sind jetzt hier.
Warum zur Hölle sind wir hier? Warum habe ich hier noch ein B auf? Ach komm schon, jetzt sind wir auf die falsche Seite gerannt. Ah, na dann. Immerhin müssen wir nur Viereck drücken, um zu reiten. Und wir sind ja schnell von A nach B. Habe ich ja mittlerweile gemerkt. Nein, ich drücke immer die falsche Seite. Also, jetzt zuerst mal hier durch. Ja, die Karte ist ein wenig kompliziert hier. Weil sie nicht direkt angezeigt wird. Sonst hätte ich ja immer einen Weg, den ich einfach so begehen kann. So. Wundervoll. Ja, ich glaube, jetzt weiß ich, wo ich durch muss. Das hoffe ich zumindest. Na los! Mein edles Ross! Naja, wir können da wirklich nur wahrscheinlich Informationen einsammeln. Schade, schade, schade. Schade, kommt nicht irgendwie eine Cutscene oder so. Afghanistan, Afghanistan. Hallihallo. Aha. Pennen die jetzt alle oder wie? Also ich hoffe doch, dass die pennen. Haha. Wundervoll, wundervoll. Ach, dort oben. Wir machen das mal so, Freunde. Falls das denn geht. Hallo? Funktioniert das? Und wie das funktioniert, Freunde? Ist das auf Deutsch? Habe ich eigentlich die Untertitel eingemacht? Ja, warte mal. Mhm. Untertitel wären an. Also sprechen Sie einfach da ganz anders. Was? Nein, das war jetzt völlig doof, völlig doof. Ja gut, vielleicht sterbe ich jetzt. Oh Mann. Mal schauen, wie sie das jetzt hinbekommen wollen, um mich hier zu killen. Aha. Aha. Habe ich Granaten? Nein! Ja, wisst ihr, wenn ihr jetzt denkt, oh, ist 36 Mal getroffen worden. Wisst ihr was? Jeder, der auf Trophys aus ist hier, soll sich lecken, Freunde. Ganz ehrlich, der muss bei mir nicht zugucken kommen. Ich scheiß drauf, ob ich hier 100 mal getroffen werde oder nur ein einziges Mal, Mann. Ich bin froh, wenn ich hier durchkomme. Safe. Nein! Ach so, das ist nur die Taschenlampe.
Ja, und jetzt? Tja, scheiße, ne? Ich hoffe, ihr kommt in den Nahkampf, Freunde. Dann habe ich noch was Lustiges für euch. Nein! Werde ich von allen Seiten beschossen? So. Wenn ich jetzt noch getroffen werde, fresse ich einen fucking Besen. So. War es das jetzt, Freunde? Sorry. Wozu hat man denn sowas, wenn man es nicht benutzt? Hm. Ich weiß zwar nicht, wofür das gut ist oder sein soll, aber ich nehme es mal trotzdem mit. Aha. Habt ihr Unterstützung geholt oder wie? So, auch mitgenommen. Ich muss mal hier hin. Hallihallö, ich bin hier gewesen. Und das soll hier jetzt sein. Gucken wir uns mal um hier. Scheint mir, als hätte es nichts hier gehabt. Schade, schade, schade. Shoot, man! Nein! 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 Hallali, Freunde. Nein! Dankeschön. Auch dass die meisten gar nicht richtig tot sind, finde ich ja ziemlich lame. Nein. Wie die am Schreien sind, wie die am Schreien sind. Tja, scheiße, ne? Tada! Was? Was? All right. Okay. I'm marking it on your iDroid. The map has been updated. 1 von 6, aber das kann ja irgendwie schon nicht hinkommen. Wir haben hier irgendwie nur 1, 2, 3. Ja gut, wenn man die anderen noch nimmt, dazu nimmt, okay. Aber okay.
Also man kann so viele Marker setzen, wahrscheinlich durchs ganze Alphabet rein, aber okay. That's the building, boss. That's where they're holding Miller. Aha. Ja gut, dann gehen wir jetzt. Ich habe keine Lust mehr. So. Pferdchen. So. Dankeschön. Mann, ist das verbuggt mit dem Pferde. Aber okay. Wir reiten jetzt eigentlich nur noch zum Lager, Freunde. Irgendwie. Außer wir gehen jetzt noch das erkunden. Aber ich denke jetzt nicht. Ja gut. Da könnte auch noch was sein. Infos per Funk. Brauche ich zwar nicht. Aber es wäre gut. Ich muss jetzt zum O rüber nochmal. Wir gucken uns einfach nochmal um, Freunde. Das bin ich euch schuldig. Und auch mir vor allen Dingen. Dass ich hier einfach mal das Minimum mitnehme, was man hier mitnehmen kann. Na, wie gefällt euch das Spiel bis jetzt so? Also, ich feiere es, wie gesagt. Hä? So. Was? Warum? Was ist hier eigentlich? Hallo? Kannst du da mal absteigen? Die Ressourcen nehme ich gerne mit, wenn ich gerade hier vorbeigekommen bin. So. Warum sollte ich stoppen, Freund? Tja, scheiße, ne? Ist hier etwas auf dem Hochdach? 72 Mal getroffen, Freunde. So. Immerhin. Wir haben hier auch ordentlich was erledigt. Ich weiß, sie haben schon wieder 32 Minuten. Aber Phantom Pain darf ruhig ein bisschen länger sein. Oder was sagt ihr? Also ich würde mal stark behaupten, ja. Ne? So. Abmarsch. Nochmal in jede scheiß Hütte rein. Und wenn ich hier jeden umbringen muss. Und wenn ich selbst 1000 Schaden kriege hier, also Kopfschüsse oder so. Keine Ahnung. Hey, absteigen. Dankeschön. So. Hi. Ah, eben doch. Solche Sachen liegen lassen. Lebt ihr noch? Ich dachte eigentlich, ich habe es eingenommen nach dieser Ansage, die ich vom Achievement her gekriegt habe. Außer ich hätte diesen Teil noch nicht gekriegt. So, oh. That's a type of medicinal plant. Bring it back to base. It's sure to be useful sometime. Mach ich schon, keine Sorge. Immerhin können wir hier komplett durchradeln. Ah, hier könnte man höchstens hoch. Interessiert mich daher eher weniger. Heilige Mutter Maria, ist das groß, Langgezogen, die gute Scheiße. Aber okay. Akzeptieren wir alles soweit. Hä?
Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, ja. Wir nehmen hier alles mit. Okay, Munition für die Hüfte haben wir auch wieder voll. Hä? Hier verarbeitete Sachen auf jeden Fall. Ui. Sehr cool. Metall bekommen. Das wird mir was. Sag nicht, der lebt noch, Mann. Es läuft bei dir verkehrt, Hier. Ziel erreicht. Ich weiß, aber trotzdem. Es kann doch nicht ihr fucking Ernst sein, You have arrived at your destination. Aha. Und wo ist dieser scheiß Zettel? Ah, komm schon. Was ist denn dort drüben? Ach so, das Sturmgewehr. Aber eigentlich sollte alles, was man noch zu finden haben sollte, eigentlich in diesem Haus sein. Oder nicht? Mhm. Wieder so ein Diamant. Gibt wieder 10.000. Was machen wir da? Hier geht's raus. Hier geht's nach oben. Mal gründlicher durchsuchen hier. Jetzt weiß ich ja, auf was ich achten muss. So wie das hier jetzt gerade, seht ihr. Habe ich links liegen lassen vorhin. Aber nun gut. So. Ey. Freunde, wir haben es wahrscheinlich. Hier mal mitnehmen. Soll ich... Aha. Wir haben eine Schalldämpferwaffe jetzt. Sehr cool. Hä? Was machen wir hier drin? Hat hier nichts zum Mitnehmen? Ihr wollt mich doch verarschen, Ihr wollt mich doch verdumm vermieten. Ah gut, gehen wir jetzt noch an den letzten Teil. Das bin ich euch irgendwie auch noch schuldig. Da wir nicht gerade storyrelevant waren in dieser Folge. So, Pferdchen rufen. Wo? Hinter den Bäumen oder wie? Nö. Immer hinter mir. Sonst kann es ja nicht spawnen. Müssen wir zurück? Ja, wir müssen zum M. Schade, schade, schade. Wo müssen wir eigentlich genau lang, bevor ich hier in die falsche Richtung renne? Immerhin richtige Richtung. Haben die in Afghanistan wirklich solche? Ja, ist mir egal, ich will dorthin. Und vor allen Dingen, der Typ ist wie Professor Eich in Pokémon. Ich gehe hier, also ja gut, nee. Ich glaube, er verfolgt mich per Satellit, aber... Woher weiß der Zoller, wo ich bin? Wir haben doch... nichts dabei.
was uns verraten würde. Ey! So. Yeah. Den Wachposten hätten wir auch. Sehr cool. Nice. Und was ist jetzt der andere Typ? Bist du das? Der auf mich geschossen hat. Ich glaube, du schießt jetzt auf gar niemanden. Nö. Das war der, Jetzt bin ich wenigstens 80 Mal getroffen worden. Läuft doch bei uns. Außenposten, Curtis oder wie man... Oder Eltis oder wie man die aussprechen möchte, sind erledigt. Es ist ein Tier oder so, was? That's the Soviet Army's Watsin Barracks. Heavier enemy presence than back at Violo Village. Ja, und? Warum sollte mich das interessieren? Dort, was blinkt. Ach so. Dort ist so ein Judenbock. Und das sieht doch ganz nach einem Eingang für uns aus. Das soll besser bewacht sein. Ich merke hiervon gar nichts. Nein! 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 Das hoffe ich jetzt nicht, dass du mich gesehen hast, Freund. Wie will der mich sehen, Freunde? Ach Gottchen, nö! Bionic Arm. Dreh dich um, Freund. Dankeschön. Haha. Alles kommt leise auf dem Fuße, mein Freund. Was? Nein, nein. Bitte nicht. Woher will... Das ging doch viel zu schnell, Freunde. Nein! Und vor allen Dingen, warum macht er das nicht? Wie immer. Ja, jetzt rufen die Alarme aus. Ist klar. Ich sollte mal die Waffe wieder wechseln. So, der macht gar nichts mehr am Boden.
Gleich okay. Ist okay. Wisst ihr, ich werde gerne getroffen, Freunde. So, weit weg hier auf dem Boden liegen und hier irgendwo vergraben, am besten. So. Also wenn die mich hier noch sehen, freut sich ein Wesen. Haha. Hm, wir haben schon wieder mittlerweile Tag, Freunde. Interessant, interessant. Dass die uns sehen, schöner Kopfschuss. Ja, Mann. Klar bekomme ich Ruhm. Wir sollen ja die abgebrühten Motherfucker spielen. Zwar der Just Cause, nur schlimmer. Und das in Afghanistan. Tja. Solche Spiele liebe ich dann mit richtigem Ziel, Freunde. Wo bin ich hier? Irgendwie bin ich hier an einem ganz abgefuckten Ort. Hier könnte ich mich gut verstecken, Freunde. Was? Wir gehen mal hier rein. 97 Treffer. Nicht schlecht. Und ich lebe immer noch. Welcher Mensch hält... Ich bin besser als 50 Cent. Läuft bei mir. Ja, ich habe eine gute Idee. Nein. Nein. So, das reichte in etwa. Au, ich habe mich selbst ausradiert. Oh Mann. Ja, da kann ich jetzt nicht viel für. Das, ja gut, doch indirekt schon. Ja, ist mir eigentlich egal. Jetzt schon wieder hier. Oh Mann. Das heißt, ich darf alles nochmal machen, Freunde. Das wird sowas von nervtötend. Indirekt alles. Die Leute sind schon angepriesen. Das finde ich allerdings nice, Freunde. Ja gut, dann stürmen wir auf dieses Lager los. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr. So. Der Typ scheint auch schon weg zu sein. Tja, irgendwie habe ich doch ein wenig mehr erreicht, als ich gedacht habe. Scheint mir also richtig gewinnt zu sein, so. Sorry. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Taktische Killung immer geil.
Na, Freunde, lebt ihr noch? Oder muss ich da noch mehr aufräumen kommen? Also, ich denke mal, ja. Sitzt immer, ne? Tja, mal gucken, was wir jetzt mit dem machen. Ja, scheiße, ne? Ja, läuft bei uns, Freunde, läuft bei uns. Scheiße, ne? Taktischer Ausschau. Was? Sag nicht. Oh ja, really fucking shit. Oh ja, really fucking shit, Freunde. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie die noch gewinnen möchten mit sowas an der Backe, aber ey, mich soll es nicht stören. Ja, mit dem treffe ich einfach nicht, ne? Ich darf hier mal raus, weil ich werde jetzt von allen Seiten abgeballert und krieg hier ordentlich mein Fett weg. 93 mal getroffen. Das läuft gar nicht, Freunde. Aber wir müssen dorthin. Das wird lustig. Ich frag mich überhaupt, warum man so verschießt mit so einer Waffe. Aber ey, wir finden dafür noch sowas. Sehr nice. Und wann heilen wir wieder? Also, ich würde doch sagen, bitte bald mal möglichst. Dankeschön. Ah, wundervoll. Ah, ne. Geh weg. Das läuft doch. Was macht diese Pfeife dort unten? So kann man noch näher gehen. Aha. Supi. Wir müssen dann vielleicht wieder nach oben, aber ich habe keinen Bock hier. Oh, 100 mal getroffen. Yeah, 101 mal. 102 mal. 102 Dalmatiner oder so. Aha. Sorry. So, hier noch das Ding mitnehmen.
Hey! Oh, schön in den Kopf. Nein, ich bin tot. Mann. Das hat nichts mit Scherzen zu tun, meine Freunde. Das hat nur damit zu tun, dass wir wieder mal völlig in den Arsch getreten wurden. Ja, was soll das jetzt heißen? Schon wieder alles von vorne, oder wie? Oder indirekt alles von vorne? Oh Gott, Freunde, ich komme nicht klar damit. Und vor allem, als ich das Riesengeschütz hatte, hatte ich keine Chance gegen die. Obwohl das prädestiniert wäre gegen sowas, ne? Aber nö. Warum sollte es auch funktionieren, ne? So, wo? Meinst du den Typen? Hey, warum hat es dich nicht gekillt? Hey, wie gesagt, ich hab keinen Bock mehr. Ich bin jetzt sowas von raging drauf. Ihr solltet euch jetzt einfach besser auf den Weg nach Hause machen, Wo? So, hier meinst du. Hier, friss. Danke. Wo? Geh einfach liegen. Du dreckiger Hundesohn. Mit dir habe ich nichts mehr am Hut, Sorry, nein, ich sehe es nicht ein. Hey, friss. Arschloch. Ich bringe eure gesamte Leute um hier. Ist mir scheißegal. Hier, Leute, kommt. Ich bin ready for the takeoff, Freunde. So, wir lassen euch ein wenig den Strom, den Saft ab. Hier, Freunde. Dankeschön. Ja, jetzt reicht's einfach. Jetzt reicht's einfach, mein Freund. So, nehmen wir mit. Das nehme ich gerne mit. Aha. Hey, was habe ich dir gesagt, gelegen? Ey! Wo stehen die Pisser überall? Ich brauche definitiv eine bessere Deckung, So. Tja, ne? Alleine auf dem Dach. Oh, komm schon. Ach so, und dann gehst du einfach. Ja, ist okay. Hier, fress das, Dankeschön. Sorry. So einfach funktioniert es dann nicht bei uns. Dankeschön. Ah ja, hat eigentlich hochgekonnt, aber ne. Gegen zwei Seiten kann man hier raus. Nehmen wir das mal mit. Und gehen hier raus. Das hätte mich jetzt gewundert, wenn sie auf dieser Seite gestanden wären. So, hier mal hoch.
auf die nächste, auf das nächste Dach. So. Ihr kleinen Hundeböcke. Bevor ihr mich irgendwie umringt, mache ich das lieber so. Und bleib hier hinten, Freunde. So, viel Spaß, meine Freunde. Scheiße, ne? Ihr wisst nicht, was ihr machen sollt, ne? Von wo, Scheiße, ne? Dreckiger Hundesohn, So. Tut mir jetzt leid, wenn ich gerade teilweise nicht rede, aber ich bin mich teilweise jetzt sehr am Konzentrieren, Freunde. Okay. Dann läuft es bei uns. Ist kein Thema, ist kein Thema. Hey. Hey. Friss. Ich hoffe, das überlebe ich jetzt. Ich wollte gerade sagen, wäre ein wenig traurig gewesen. Nein, nicht schon wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt selbst eine Falle gestellt habe. Weil das sind ja Sprengminen. Das meinte ich ja. Ich weiß, es geht schon fett über eine Stunde, die Folge, aber das muss jetzt hier noch sein. Okay. Ich weiß ja nicht, wo es hier hingeht, aber... Material entdeckt, einfaches Metall. Aha. Sag nix. Das hast du sehr gut gemacht, mein Freund. Sehr nice. Also da bin ich auf jeden Fall dabei. Jetzt sind wir eine Etage tiefer. Und wisst ihr, wir prügeln sie ja ziemlich durch, ne? Aber nö. Die wollen einfach nicht verrecken, Nicht mal jetzt. Wer ist 6 Minuten?
Aha. Gute Information, aber nicht gerade unsere Interessensgrade zurzeit. Wir müssen ja immer noch weitersuchen. Ob sie irgendwas hat als Informationsquelle. Ja gut, Materialquelle hat ultra viel, aber ansonsten hat sie nicht gerade viel. Definitiv nicht. Oh Mann. Na dann, wir sind hier wieder mal weg. Ja, soll die Sonne aufgehen, Freunde. Dann sehe ich die Leute besser, die ich abknallen muss. Aha. Also der Alarm ist immer noch an. Hier oben hat es auch so ein Ding. Scheiße, ne? Tut's weh? Und wie du einfach nicht drauf gehen möchtest, obwohl ich dich teilweise in den Kopf treffe. Also, das verstehe ja wer will, aber ich werde das nie verstehen. Ey. Guckt euch das an, ich kann nicht mehr als auf den Kopf zu zielen. Sterb. Wow, wir sind durch, endlich. Wir haben diesen Ort gesäubert. Aber wie oft? Wir müssen dreimal gegen die Pisser kämpfen, Dreimal, Ich weiß, alle guten Dinge sind drei, aber da hätte ich mir jetzt gewünscht, schneller durchzukommen mit euch. Gerade weil alles am Anfang so einfach lief. Ne? So, einfach noch alles durchsuchen gehen und dann sehen wir uns im nächsten Part, Leute. Weitere Heilpflanzen. Das hast du mal schon gesagt. Aha. Du meinst für Betäubungsscheiße. Ist aber nicht gerade mein Begehr. Sieht immer aus, als könnte man die noch festbinden, aber ist ja nicht der Fall. Es kommt mir vor, als würde er wie ein Roboter rennen, sozusagen wie RoboCop oder so. Hallo? Hallo? Ja, wir sind auf der anderen Seite angekommen. Bärtchen rufen. Hier mal angemacht. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind wir hier auf jeden Fall mal durch. Marker placed. Marker removed. Marker removed. Also das Einzige, was wir jetzt hier noch machen könnten, wäre das da hier angucken gehen noch. Ja gut, wir müssen sowieso hier hin. Ist egal, wir haben zwar nicht alles, aber wir sehen uns im nächsten Part. In dieser gottlosen Wüste in Afghanistan. Tüdelö.